So, wen klickst du da an? Klickst du wirklich jemanden an, der in der Suche weit oben ist und den du vielleicht vom Namen her auch kennst? Oder klickst du einen an, von dem du halt noch nie gehört hast und der vielleicht jetzt zwei Views drauf hat? Ehrlich gesagt klicke ich in der Regel schon die ersten paar Suchergebnisse an, außer es sind Namen, von denen ich eh schon weiß, dass ich sie ablehne. Aber wenn ich da nichts finde, was mir zusagt, gehe ich meistens ein paar Seiten weiter. Bei euch, Grants oder sonstiges, guckt ihr, also wenn ihr jetzt einen AAA-Titel suchen solltet, euch interessiert, keine Ahnung, vielleicht gibt es da mal was oder so, und ihr wollt euch das jetzt vielleicht mal bei wem angucken, weil ihr dann doch mal einen Blick riskieren wollt oder euer Spiel kommt erst spät an oder bla, was auch immer, ne? Hat einer von euch schon mal jemanden jetzt ehrlich angeklickt, wo irgendwie drei, vier Views oder so drauf waren und von einem Namen, den ihr noch nie gehört habt? Ich persönlich jetzt nicht, weil, wenn wir ehrlich sind, gerade bei den AAA-Spielen, die Großen dominieren darin. Auf den Grund, sie haben das Spiel früher, sie kriegen es früher und sie dominieren damit dementsprechend auch in der Ranked-Liste. So. Und deswegen sage ich mir da, oder bin ich halt auch der Meinung, die AAA-Titel, klar, sind Spiele, nach denen gesucht wird, ohne Frage, aber die Chance, dass man da ordentlich gerankt wird, dass man da Aufmerksamkeit bekommt, ist niedriger als wie halt bei, ich nenne es mal, solchen Nischenspielen, wie jetzt in meinem Fall Simulatoren, ja, wo halt nicht so viele auf dem Markt sind. Also, selbst bei den AAA-Spielen, ich weiß, Gronkh steht immer ganz oben oder was weiß ich, Krieger oder irgendwer, die von den Großen halt, die stehen halt immer ganz oben bei AAA-Spielen und da wird das sich halt auch angeguckt. Also ich Weil weiß die gar nicht, Kleinen gehen da einfach runter. ich persönlich schaue eigentlich eh recht selten. AAA sowieso, also, aber ich glaube, ich würde es ähnlich machen. Ich glaube, ich würde auch eher dann bei denen gucken, die ich schon kenne, so, weil inzwischen kennt man ja auch einfach sehr viele Namen und irgendjemand von denen wird es wahrscheinlich dann schon gemacht haben. So, macht es es dann nicht auch wieder schwerer als Neuer auf YouTube mit einem AAA-Titel anzufangen? Weil du sagtest ja, du willst eine Viewerschaft aufbauen, du willst eine Zuschauer aufbauen. Das ist ja auch vollkommen verständlich, das ist ja auch klar. Aber kann man sich Zuschauer aufbauen mit einem Spiel, was jeder schon kennt? Also, gerade wie der Sachs schon sagt, ein AAA-Titel, wenn du das spielen willst, das hat in dem Moment schon jeder. Also, bevor du es als neuer Let's Player bekommst, hat es jeder große Let's Player schon zu Hause, weil die kriegen das ja vorher von den Entwicklern und so weiter, dürfen es gegebenenfalls sogar einen Tag früher hochladen. Dann musst du doch da eigentlich wirklich gar nicht mehr mit anfangen, weil wenn du wirklich auch darauf abzielst, irgendwann mal ein, zwei Zuschauer zu kriegen, ist es doch so viel, viel schwerer. Mit Minecraft sehe ich es aber auch ähnlich. Also, das ist vielleicht auch nicht der beste Weg. So, was gibt es überhaupt Spiele, wo man sagen kann, ja, darüber ist eigentlich noch was zu holen oder ist noch einfacher was drin, was man irgendwie erreichen kann? Ich glaube, die Indie-Schiene haben ja auch lange Zeit dann viele fahren wollen. Ich weiß nicht genau, wie erfolgreich das war, aber ich habe zum Beispiel einfach mit irgendeinem Spiel angefangen, worauf ich Bock hatte und wo ich wusste, dass es nicht allzu lang wird, weil wenn das wirklich dein erstes Let's Play ist, das ist ja schon was Neues so und irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte halt Schiss, dass ich es sonst nicht durchziehe. Deswegen habe ich mit Dungeon Keeper 2 angefangen, weil das jetzt nicht so ein langes Spiel ist. Das ist auch noch ein Faktor. Nimmst du mal wirklich, du machst einen AAA-Titel zum Anfang und du hast vielleicht wirklich mal diesen Gedanken, oh, ne, so 10 Views wären ja nicht schlecht, so als Beispiel, ist ja egal. Und du merkst aber, das klappt nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Dann bist du doch eigentlich, wenn du ein wirklich langes Spiel hast, so vielleicht GTA 5 oder sowas, doch eigentlich richtig am Arsch, weil dann hast du noch Eigentlich schon, ja. 80 Parts vor dir und dann ist doch die Motivation ist doch komplett direkt wieder weg. Ja, eben, und wenn Ja, du dann halt vermutlich. einfach aufhörst, ne, dann sind die Leute, die sich jetzt wahrscheinlich gefunden haben, auch gleich wieder sauer, so nach dem Motto. Also dann kannst du die auch gleich wieder von deiner Viewerliste streichen, wahrscheinlich. Also die Leute wollen ja eigentlich schon, wenn du ein Let's Play anfängst, in der Regel, dass du es auch zu Ende bringst. Das Problem ist halt natürlich, du kannst dir Spiele aussuchen, die echt gut sind und die es auf YouTube kaum gibt. Beispiel bei mir war damals ein Handy, das, ein Handy sage ich schon, ein Ein Spiel, das Handy. es auf dem Handy gab, das später dann auch auf die Sora rauskam und das ich gefeiert habe ohne Ende. Es war ein RPG. RPG ist ja eigentlich doch relativ beliebt, kommt ja auch nichts Anständiges mehr nach in der Regel. Und es gab auf YouTube, glaube ich, drei deutsche Videos, wenn überhaupt, und im englischen Bereich doch weitaus mehr. Es gab kaum Views. Das Problem ist, du hast jetzt ein Spiel, das hat bisher kaum jemand gespielt, aber du hast nicht die Garantie, dass du deswegen jetzt gefunden wirst.
Das stimmt. Aber die Garantie hast du ja so oder so nicht. Ja, Also klar. im Prinzip am Anfang ist es, glaube ich, schon wirklich fast egal, welchen Titel du wählst, weil du wärst so oder so am Anfang ja nicht gefunden, weil du einfach überhaupt nicht in den Suchen gelistet wärst und. Egal, ob du jetzt Indie machst oder AAA oder doch irgendwas, was noch nie so wirklich gemacht wurde, du wärst wahrscheinlich eh erstmal in der Suche nicht drin sein. Deswegen würde ich eher etwas machen, wo du selbst halt wirklich richtig Bock drauf hast, damit du erstmal überhaupt so ein Projekt hast, so, wo die Leute noch richtig merken, dass du Spaß dran hast und alles. Dass sie dann wegen dir erstmal die Videos halt schauen und nicht wegen dem Spiel, was du machst. Ja, ist nicht einfach. Aber da kannst du ja auch, dann hast du ja auch wieder diesen Faktor, wenn ihr das jetzt so sagt, ihr habt bei einem Indie-Spiel, wenn es halt nicht berühmt oder bekannt wird, hast du auch nicht die Chance gefunden zu werden. In der Hinsicht korrekt. Wird das Spiel aber bekannter oder sonstiges, hast du natürlich mehr Chancen Ja, gut, gefunden zu klar, dann werden, hast du weil Glück, es dann weniger gemacht haben. Bei einem AAA wird es aber nie diesen Faktor geben, ja, du kannst Glück haben und öfter gefunden werden, weil dieser Faktor ist halt einfach mal komplett raus, weil da musst du auf Seite 100 blättern oder sonstiges. Und es ist also, Indie-Titel können schon mehr ausmachen. Wie war das denn bei euch? Was war denn euer erstes großes Projekt, was auch richtig Views gebracht hat? Gut, LS. Das wurde bei mir, beziehungsweise die Mod-Vorstellung für einen Landwirtschaftssimulator und dann halt LS. Das hat damals am meisten eingeschlagen, beziehungsweise wo ich dann in die Simulatoren-Schiene reingegangen bin, und das Projekt hält sich bis heute. Also ich würde aber auch so weit gehen und sagen, dass ein Spiel wie der Landwirtschaftssimulator jetzt nicht unbedingt ein AAA-Titel ist. Nö. Nö, ist es Vor allem nicht. zu der Zeit nicht. Inzwischen genießen die ja doch schon eine ganz andere Aufmerksamkeit, ne? Ja, Wir haben inzwischen. jetzt beim aktuellen Titel 2,2 Millionen verkaufte Exemplare. Aber AAA ist es definitiv nicht. Also weder vom Budget her noch von der Größe her. Es ist halt eine Nische. Und da ist auch nochmal der Punkt, was ich halt meine. Man hat halt in der Nische nicht so viel, ich nenne es jetzt einfach mal Mitbewerber oder Konkurrenz, je nachdem, wie man es jetzt ausdrücken will. Und deswegen ist die Chance, dass man da halt auch gefunden wird oder halt schneller wächst als wie jetzt in anderen, wo halt Zehntausende auf den Markt kommen, halt einfach größer. Aber bei LS, also LS war damals groß eingeschlagen, hat angefangen mit 200 Views konstant, aktuell sind wir halt bei ca. 1000, 1200, 1300 konstant. Ja, also ich glaube, mein erstes richtiges Projekt, was dann lief, war Skyrim damals. Also das ist halt ein AAA gewesen. Da hatte ich aber vorher halt auch so ein Ankündigungsvideo gemacht und war deswegen in den Suchen immer recht weit oben. Darüber habe ich auch sehr viele Abonnenten und Zuschauer dann bekommen, und die Aufrufzahlen waren auch echt super für die damalige Abonnentenzahl. Wie war es bei dir, Julia? Bei mir ist Pflanzen gegen Zombies gewesen, wo mir halt mit reingespielt hat, dass die wenigsten gewusst haben, wie man Spiele, die auf Android oder iOS laufen, überhaupt aufgenommen werden können. Und das ist auch bis heute mein viewstärkstes Projekt, das ich überhaupt habe. Das ist, wenn ich sage, ich würde behaupten, gut, die ersten Parts sind ja sowieso Ausreißer, aber die eigentlichen Parts haben 5-, 6-, 7-fache mehr Views wie durchschnittlich meine Videos. Also in dem Sinne eigentlich auch kein AAA-Titel. Das Pflanzen oder Zombies Handy Game oder was? Oder? Genau. Ja. Aber der zweite Teil, der erste, gab es ja auch für PC. Dementsprechend gab es natürlich auch auf YouTube sehr, sehr viele Videos dazu. Also das war aber bewusst auf der einen Seite, weil ich das gehofft habe, dass ich diesen Effekt erzielen kann, und auf der anderen Seite, weil ich natürlich das Spiel liebe wie noch mal was. Aber da war schon auch der Hintergedanke da, dass mir das durchaus was bringen kann, dass das Spiel sicherlich nicht so viel auf YouTube gesucht werden wird. Hattet ihr einen AAA-Titel angefangen, der so richtig gar nicht lief? Etliche. Also ich hatte ja 2012 ich den Kanal ja aufgemacht, habe dann bis Mitte, Ende 2012 ja Oplus AAA-Titel gemacht, und ja, jedes, sei es damals Sleeping Dogs gewesen oder Diablo 3 oder sonst was, also die Klicks waren lächerlich. Wenn ich mir die Videos heute noch angucke, also die gammeln da bei 3, 4 Klicks rum, wo ich mir denke, jo, auf jeden Fall. Aber jetzt in der größeren Zeit, ja, was könnte man da sagen, was sich nie so richtig gelohnt hat? Ja, eigentlich alles, so was ein bisschen vorm Ab von den Simulatoren steht, was ja auch üblich ist, weil ich die Reichweite oder die Nutzerzahlen dafür nicht habe. Aber was war denn da jetzt mal der totale Reinfall? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, was der totale Reinfall mal war.
Ja, aber an sich lässt es sich soweit auch sagen, dass AAA-Titel auf jeden Fall schwerer sind. Weil ich hatte jetzt zufällig heute, weil ich auch dieses Thema dann mal als Idee hatte, habe ich mir ein Let's Play angesehen, oder wie man es halt sagen möchte. Ich hatte mir ein Video angesehen von jemandem, die hatten jetzt angefangen auf YouTube, und die hat angefangen mit dem Spiel Watch Dogs. So, das ist, und jetzt, also das ist ja dann nochmal so, ich finde, es ist so ein doppeltes No-Go, weil... Warte, die haben jetzt vor kurzem mit Watch Dogs genau angefangen. Genau. Das ist so ein doppeltes Nein, weil Watch Dogs jetzt ja auch schon wieder ein bisschen älter ist. Das heißt, natürlich sollte man ja immer noch das spielen, was einem Spaß macht und so weiter, aber wenn du jetzt noch ein Spiel spielst, wonach kein Mensch mehr sucht, dann ist das noch ein Stück schwerer, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Definitiv, wenn ich dran denke, ich habe Heavy Rain Let's Played. Mittlerweile gibt es das Spiel ja auch schon zuhauf auf YouTube. Dementsprechend gab es natürlich so ein bisschen die kleine Hardcore-Fanbase an Leuten, die gesagt haben, oh, Heavy Rain, super geil, ich will schauen, wie reagierst du eigentlich? Aber letzten Endes war es zu spät, weil das Spiel, jeder kannte es, und ein Spiel mit so einer speziellen Story siehst du dir nicht 50 Mal an. Was du halt jetzt bei Minecraft beispielsweise schon machen kannst, weil da wird das Spiel ja durch den Menschen an sich ja interessant. Also es ist schon etwas schwierig, ein Spiel, das es schon lange genug gibt, dann noch zu Let's Playen. Jetzt haben wir ja sozusagen ein Thema abgewickelt oder angesprochen. Das ist ja nur eine von vielen Faktoren auf YouTube. Dann ist ja auch immer noch Faktoren da wie der eigene Charakter, also der Let's Player mit dem Namen X oder wie wir auch immer ihn nennen wollen. Du kannst ja auch mit jedem Dreckspiel, wenn du es richtig krass rüberbringst, trotzdem noch erfolgreich werden. Das ist dann auch noch ein Faktor. Also man muss echt irgendwie unterscheiden können, das ist schwer zu sagen. Wenn man auf YouTube was erreichen will, musst du A, irgendwie eine Person sein. So, du hast das doch letztens gesagt, oder? Ja, du musst irgendwie ein Charakter sein. Ja. Und es gibt halt diese Faktoren. Entweder bist du unglaublich witzig und die Leute lieben dich, so wie du bist. Oder du bist sehr aktuell, was deine Spiele angeht, dass sie die halt wissen, wenn das und das kommt, macht der und der das auch sicher direkt. Und oder du bist unglaublich gut in einem Spiel. Ich würde so sagen, das sind diese drei Kategorien, die es überhaupt gibt auf YouTube. Also was im Let's Play angeht. Entweder bist du unglaublich gut in Spielen, du bist unglaublich witzig oder du bist unglaublich aktuell. Mhm. Ich würde so sagen, das ist so diese Ecke, die man haben sollte. Meint ihr jetzt, man sollte, bevor man mit YouTube anfängt, sich irgendwie Gedanken drüber machen, was man machen möchte? Oder sollte man wirklich einfach mit diesem Gedanken dann gehen, hey, ich möchte YouTube just for fun machen und ja. So, wisst ihr, was ich meine? Das muss man halt, ich denke mal, schon im Vorhinein unterscheiden, weil ich sag mal, jeder, der mit YouTube anfängt oder anfangen will, hat ja insgeheim, ob man es mir zugibt oder nicht, ja ein Ziel. Also selbst welche jetzt sagen, ja, ich fange jetzt Just for Fun an, und haben ja irgendwo mal ein Ziel. Also es fängt ja jetzt, also meiner Meinung nach, jetzt geht er mit YouTube an und macht da jetzt Videos und macht da einen übelsten Aufwand für lau. Bin ich jetzt der Meinung, weil es steckt ja, man muss ja viel Zeit investieren, auch als Hobby hin, aber irgendwo hat ja jeder ein gewisses Ziel oder einen gewissen Wunsch. Und da kommt es natürlich darauf an, wie will man das machen. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt einer sagt, ich habe den X-Job Y, verdiene damit gut Geld, YouTube wird für mich nie oder ist für mich nicht interessant, Geld zu verdienen, dann geht das ja dann ganz anders auf, wie einer, der sagt, YouTube ist schön und es wäre mal mein Traum, so zu werden wie Let's Player XYZ. Also da, das ist, kommt halt aus dem Motiv an, und dann je nachdem, was man davor hat, denke ich mal, sollte man da schon unterschiedlich dran gehen, ja. Also du meinst schon, man sollte sich das vorher überlegen, ohne jetzt, wie habt ihr angefangen, mit welchem Gedanken? Habt ihr das wirklich, hattest du den Gedanken wirklich so, es wäre schon schön, da vielleicht später irgendwie was mit zu erreichen oder sowas? Also muss ich ehrlich gesagt sagen, gar nicht, weil wo ich damals angefangen habe, das war eigentlich nur, das war ein Bus-Simulator,
Und keine Ahnung, da kannte ich mich mit Let's Play null aus. Also da kannte ich weder einen Kronk noch einen Krieger noch sonst was. Da war auch YouTube noch nicht wirklich so präsent. Und ich wollte halt einfach das Spiel einfach spielen und bin dann halt auf YouTube gekommen oder Videos machen konnte, etc. pp. Und hab einfach so angefangen. So, ich hätte mir damals aber nicht erträumen lassen können, dass wir da heute auch bei fast 30.000 Abos stehen. Also den ersten Gedanken, da wirklich YouTube geschäftlich zu machen, hatte ich nicht. Allerdings, wo das dann eine ganze Weile lief, also nach einem halben Jahr, war dann schon so der Wunsch da, man könnte sich da doch was aufbauen. Ja, denkt ihr, dieser Gedanke ist heute anders? Also denkt ihr heute, denkt man da schon eher drüber nach, hey, ich fange mit YouTube an, weil ich das und das möchte? Oder denkt ihr immer noch so, hey, was ist hier, ich habe zwar keine Ahnung und ich kenne auch niemanden, ich fange jetzt noch an? Oder denkt ihr, dass alle, die jetzt heute noch anfangen, also denkt ihr, Let's Play als sich ist ein Thema, was jetzt schon jeder kennt? Also wer jetzt anfängt, der sollte oder weiß auch genau, was er will. Ich sag mir immer mal Let's Play, man kann es ja eigentlich schon fast als Lifestyle bezeichnen, oder möglich jetzt einfach mal als Lifestyle bezeichnen. Weil die großen Let's Players sind ja jetzt im Vergleich, da mal so der Fanbase, gerade zu der jüngeren Fanbase, schon so eine Art Popstars oder Superstars, wie man so mal ausdrücken will. Und wenn man da jetzt natürlich jetzt jemand sagt, ja, ich möchte das auch machen, weil ich, was ich genauso werden möchte wie er oder wie ihn, dann denke ich mal, steckt da schon so eine Intention dahinter. Es kann natürlich aber immer noch sein, ich bin da jetzt mal reingerutscht und versuche halt mal mein Glück, aber ich glaube, es ist weniger geworden, weil YouTube hat sich jetzt in den letzten Jahren, ja, ist ja auch so bekannt geworden und also schwierig, würde ich sagen. Ich glaube aber auch, dass sich das sehr geändert hat, weil überleg mal, als wir angefangen haben oder die meisten von uns, da war ja das Thema Monetarisierung auf YouTube zum Beispiel auch noch ganz schwierig. Ich meine, da gab es ja echt fast gar keine Netzwerke, wo du monetarisieren konntest als Let's Player und irgendwie wurde das ja erst alles so mit der Zeit kam, das ja alles erst. Und heutzutage hast du ja schon die Möglichkeit, auch als kleiner Let's Player recht schnell irgendwo gepartnert zu werden. Und ich denke schon, dass viele dann wirklich gleich von vornherein so mit der Absicht da reingehen, dass sie da Geld verdienen wollen. Vielleicht aber auch mit einer ganz falschen Vorstellung rangehen, weil, ne, hört man ja immer wieder, wie viel Geld wir doch alle haben müssten, so YouTube-Money-mäßig. Und ja, denkt ihr, dieser Gedanke, daran zu gehen, oder denkt ihr, dass es der Gedanke, mit dem Gedanken, daran zu gehen, Geld zu verdienen, falsch ist, oder lässt sich das vertreten? Es kommt darauf an, welche Sichtweise man dazu hat. Also wenn man jetzt sagt, ich fange jetzt mit YouTube an, um da jetzt richtig schnell viel Kohle und YouTube-Money-Bitches und alles abzugreifen, ist das definitiv der falsche Gedanke. Also man muss schon ein gesundes und realistisches Bild davon haben, wenn man auf YouTube Geld verdienen will, beziehungsweise halt sich als Videokünstler, Medienproduzent, je nachdem wie jetzt der Fachjargon ist, nennt ja jeder anders, sich da, wie nennt man, seine Stellung da beziehen will. Aber man muss, ein gesundes Verhältnis dazu haben, nicht, was ist möglich, wie lange dauert der ganze Spaß und so weiter und so fort. Aber so mit den Gedanken hinzugehen, ich mache jetzt nur Videos, um da jetzt irgendwie zu versuchen, mal, was weiß ich, in der Sommerferien 6 Wochen lang da 100 Euro rauszuziehen, das ist der falsche Gedanke. Und das geht auch nach hinten los und das merkt man ja auch in den Videos.